Hi, Penner im Auto hier. Mein Name ist Tobias und ich lebe seit 3 Jahren in meinem selbstgebauten Stealth Camper. In diesem Video möchte ich euch über meine Erfahrungen berichten, die Vorteile, Nachteile, was für Stealth Camper gibt es, wie baut man sowas, sollte man sich für einen Stealth Camper entscheiden oder doch lieber einen normalen nehmen. Und am Ende reisen wir noch durch das Land und finden heraus, wie gut es tatsächlich funktioniert. Ein Stealth Camper ist ein Fahrzeug, bei dem man nicht sieht, dass es sich um ein Wohnmobil handelt. Hier drinnen habe ich eine Küche, meinen Kleiderschrank, mein Bett, ein Bad, Strom, halt alles, was man benötigt. Von außen jedoch kann man nichts davon erkennen. Ich befinde mich nämlich momentan im wunderschönen Kroatien. Hier ist das Wildcampen nicht erlaubt. Wildcampen bedeutet, dass man nicht auf einem Campingplatz steht, sondern auf einem normalen Parkplatz oder wie hier einfach in der Wildnis oder direkt an der Straße. Ich fahre dann noch hoch Richtung Slowenien, wo das Wildcampen meiner Erfahrung nach sogar noch mehr geahndet wird. Ja, und dann schauen wir raus, wie gut das so funktioniert. Ursprünglich wollte ich ja durch Italien fahren, das habe ich jetzt sein lassen, weil es einfach keinen Spaß macht, Länder unter Stress zu entdecken. Ich muss schnell nach Hause. Ich habe dann in Skopje, Nordmazedonien, mein hinteres Fenster auch zerstört. Das war für mich einfach ein Weckruf, dass ich mich zu sehr stresse und auch, dass das Fahrzeug jetzt so dreckig ist, liegt daran, weil ich durch Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro mit Vollgas durchgeschossen bin, um einfach schnell nach Hause zu kommen. Und da ich jetzt durch Kroatien und Slowenien durchfahre, ist das perfekt, um die Vorzüge des Stealth Campers richtig zu genießen. Aber zunächst einmal zu meinem Camper. Wie habe ich das alles gebaut? Welche Tricks gibt es? Was kann man noch anders machen? Ich habe von vornherein den Lieferwagen-Stil verfolgt. Es gibt noch Leute, die machen sich Camouflage, also Tarnmuster an die Seite drauf, dass die in der Natur ungesichtet stehen können. Stealth bedeutet nicht nur, dass man täuscht, sondern auch, dass man so wenig Reize wie möglich hat. Deswegen habe ich zum Beispiel Firmenlogos oder andere Accessoires außen so sehr gemieden, wie es nur geht. Die auffälligsten Sachen an meinem Fahrzeug sind ganz klar das Hundeschild, das die Einbrecher verscheuchen soll. Das ist übrigens natürlich auch ein Vorteil eines Stealth-Campers im Gegensatz zu so einem 60.000 Euro Kastenwagen. Man lockt damit nicht die Einbrecher direkt ein. Zusätzlich sorgt dieses Schild dafür, dass mich keiner anhubt, wenn ich mal langsam durch die Berge tucker. Wenn ich jetzt irgendwo wirklich Stealth parken will, dann fahre ich immer rückwärts rein, sodass die Rückseite von Büschen oder von Wänden möglichst bedeckt werden. Klappt natürlich immer nicht immer so gut, wie man am Fenster sieht. Die nächste ganz klare Auffälligkeit sind die Solarpanel auf dem Dach. Ich stehe jetzt hier etwas erhöht. Da sieht man das schon ein wenig. Erfahrene Leute würden an den Solarpanel-Halterungen ganz klar sehen, dass es sich um einen Camper handelt. Wisst ihr was? Ich klettere mal eben hoch. Man kann sich natürlich auch an den Stealth-Camper eine Leiter dran machen. Das wäre dann halt wieder ein weiterer Reiz, wo die Leute dann wieder drauf gucken. Das Hochklettern ist auch ganz leicht. Den rechten Fuß auf den vorderen Sitz, den linken Fuß auf den Tisch drinnen. Und schon bin ich oben. Ein weiteres Problem ist, wenn man die Solarpanel nicht Richtung Sonne ausrichtet, dann sagt man, dass man Pi mal Daumen die Hälfte der Energie verliert. Das kommt daher, weil wenn die Sonne schräg auf die Solarpanel drauf geht, dann arbeiten die Solarpanel nicht zu 100% effizient. Und beim Stealth Camper geht das natürlich nicht, dass man die sich einfach schräg hinstellt. Das würde sofort auffallen. Noch eine kleine Auffälligkeit ist mein Lüftungspilz hier drauf. Mit dem hatte ich nie Probleme. Von unten sieht man den ganz leicht. Doch der ist halt essentiell, um einfach die Lüftung im Fahrzeug zu gewähren. Da man sich keine Fenster installiert. Es gibt fertige Stealth Camper zu kaufen, die seitlich Fenster haben. Ist meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Besonders abends, wenn ihr euch da drinnen umzieht, dann wird jeder kleinste Schlitz, der Licht herauslässt, euch sofort verraten. Also war für mich ganz klar ein absolutes No-Go. Was mich hinzu noch leicht verrät, ist der Auspuff meiner Dieselheizung. Für normale Menschen nicht so auffällig, aber wenn ein erfahrener Camper dieses Ding hier unten sieht, weiß er sofort Bescheid. Aber erfahrene Camper sind auch nicht die Leute, die bei der Polizei anrufen oder sowas. Und zu guter Letzt ist noch auffällig, dass ich hier drinnen einen Vorhang habe. Würde ich auch jedes Mal aufs Neueste so machen, dass es ein doppelt genähter Thermovorhang ist. Sehr praktisch, um vorne durch den Schlitz rauszugucken. Man kann dann auch durch die Rückspiegel das ganze Auto drumherum beobachten. Und das ohne, dass man irgendwelche Fenster hat oder dass man selber gesehen wird. Wenn man von außen reinschaut, sieht alles sehr unauffällig aus. Ich habe extra die Sitze auch nicht anders bezogen. Zudem hier vorne auf gar keinen Fall der Eindruck gemacht werden soll, dass das Fahrzeug irgendwie Wertsachen hat. Hier habe ich noch meine Hundeleine, um Einbrecher zu verscheuchen. Es ist natürlich fraglich, wie sehr sowas etwas bringt. Genau wie mein Polizeiaufkleber hier auf der Windschutzscheibe. Aber ich lasse die Sachen trotzdem hier. Bei den Schuhen ist es auch noch fraglich, ob die vielleicht ein Hinweis sein könnten, dass jemand hier ist. Was die meisten Leute beim Stealth-Camper-Ausbau auch nicht beachten, ist die Geräuschentwicklung des Campers. Das fängt bei Schritten an. Ich habe hier einen doppelten Boden. Unter dem Teppich ist eine große Holzplatte, die nochmal mit Leisten vom Boden getrennt ist.
Dazwischen ist noch Dämmmaterial. Das sorgt dafür, dass der Boden ein wenig knatscht. Doch ich habe am Anfang sofort Tests gemacht, während Leute vorbeiliefen. Das scheint die gar nicht zu stören. Auch die Lüftung hier an der Decke macht außen nur minimale Geräusche. Die ist hier im Schrank drin, um auch innen wenig Geräusche zu machen. Am lautesten ist tatsächlich die Heizung. Wenn ich die einmal anschalte und mich draußen hinstelle, dann merkt man, dass die Geräuscheentwicklung hier draußen deutlich wahrnehmbar. Auch der Geruch verrät erfahrenen Campern, dass es sich um eine Standheizung handelt. Ist halt fraglich, ob ein Muggel dann dahinter blickt. Ich selber habe jedoch noch nie bemerkt, dass jemandem die Heizung aufgefallen ist. Selbst wenn sie am Anfang ihre Düsenjet-Geräusche von sich gibt. Aber wenn sie dann endlich warm ist, dann legt sich das Geräusch auch wieder und dann hört es sich so an. Was ziemlich ruhig ist hier in der Natur mit dem bisschen Wind, bemerkt man das gar nicht mehr. Was aber auch daran liegt, da ich mir persönlich einen zweiten Schalldämpfer geholt habe, der die Geräuscheentwicklung nochmals ein ganzes Level runterzieht. Klare Empfehlung an jeden, der einen Stealth-Camper bauen will, schraubt euch da zwei solche Schalldämpfer rein. Beim Sprechen oder leise Musik hören kommt draußen auch nichts an, was hauptsächlich an der 19mm Isolierung liegt und auch an den Alubutylplatten, die auf den großen Flächen installiert wurden. Das sind einfach solche schweren Platten, die dran geklebt werden, die dafür sorgen, dass das Blech nicht vibriert und damit die Akustik nicht so sehr rauslässt. Das hilft auf jeden Fall. Die 19mm Isolierung hilft auch, aber das macht die Alubutylplatte definitiv wesentlich besser. So viel zum Thema Akustik. In der Stadt habe ich gar keine Probleme. Hier draußen an plätscherndem Wasser ist es auch sehr gut. Nur wenn ich jetzt in einem Wald stehe, wo man wirklich gar nichts hört, da würde man die Heizung auf jeden Fall wahrnehmen. Und auch wenn ich drinnen telefonieren würde, dann hört man das wahrscheinlich auch draußen. Ja, so viel zu meinem Camper. Wie ihr merkt, das läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass man sich so ein Fahrzeug selber baut. Ich würde es grundsätzlich eh empfehlen, ein Fahrzeug selber zu bauen, wenn man dazu in der Lage ist. Ich selber hatte gar keine Ahnung vom Fahrzeugbau. Hab einfach so drauf losgelegt. Bin super zufrieden mit meinem Fahrzeug. Problematisch wird das nur, wenn man älter ist und nicht mehr kann oder wenn man nicht mehr will. Da meiner Meinung nach die ganzen Fahrzeuge, die es auf dem Markt gibt, eindeutig vollkommen übertrieben teuer sind, besonders jetzt nach Corona. Und das mich persönlich auch immer ärgert, wenn man dann draußen unterwegs ist, 4000 Kilometer von Deutschland entfernt und dort ein fertiger Camper steht und der Probleme mit seinem Fenster hat und letzten Endes sowieso selber an seinem Fahrzeug rumbauen muss. Deswegen ja, unbedingt selber bauen. So, was sind denn die Vorteile von seinem Stealth-Camper? Ja, ganz klar, man kann sich hinstellen, wo man will. Auch wenn man mit anderen Campern zusammensteht und dann die Polizei kommt, dann werde ich meistens übersprungen. Besonders praktisch ist diese Stealth-Fähigkeit, wenn man gerade nach Hause fährt und viel Strecke macht und dann auf der Straße merkt, man, ich kann nicht mehr, dann zieht man einfach rechts rüber und man stellt sich einfach irgendwo hin und hat seine Ruhe. In Deutschland ist die Gesetzeslage so, dass Campen grundsätzlich nicht erlaubt ist. Man darf für 8 Stunden an einer Stelle stehen. So machen es dann die meisten Camper, fahren dann am nächsten Tag weiter, um einfach auszuschlafen. Trotzdem wird das natürlich nicht gerne gesehen und bei den Stealth-Camper wird man dann halt viel seltener angefahren, was die Reise dann deutlich angenehmer macht. Auch zu Hause mit Freunden kann ich einfach spontan irgendwo hinfahren, was mit einem normalen Wohnmobil nicht möglich ist. Da muss man immer vorher planen, wo stellt man sich hin. Eine weitere Sache, die ich persönlich niemals vermissen will, ist, dass man in dem Fahrzeug einfach seine Ruhe hat. Niemand klopft an. Die wissen noch nicht mal, dass du da drin sitzt. Unterwegs trifft man so viele Leute. Es ist einfach toll, sich in sein Nest zurückziehen zu können und von der Außenwelt quasi komplett abgeschottet zu sein. Wenn ich die Tür hier zumache, dann habe ich meine Ruhe. Und noch der letzte eindeutige positive Punkt vom Stealth Camper ist, da ich einen Stealth Camper in Lieferwagen-Optik habe, kann ich auch Lieferwagen-Zubehör verwenden. An allererster Stelle ist es ganz klar, mein Reifen. Ich habe hier, wo steht das? R16. C-Reifen. Das C steht für Cargo. Das sind Reifen, die für die Lieferwagen zugelassen sind, die deutlich länger halten und deutlich weniger Sprit verbrauchen. Zuletzt habe ich das vor ungefähr 2 Wochen in den griechischen Bergen gemessen per GPS, dass das Fahrzeug nur 5,7 Liter verbraucht. Es gibt auch andere Camper mit Cargo-Reifen, doch die Hälfte, die ich finde, haben die nicht. Die packen sich dann schöne Alufelgen drauf, was beim Stealth-Camper natürlich nicht geht und haben dann flachere Reifen, die dann übrigens auch viel unbequemer sind zu fahren. Auch das Fahrzeug selber ist eine absolute Arbeitsmaschine. Man merkt, dass es für die Industrie gebaut ist. Wie viele Stunden ich durch Albanien mit dem ersten Gang rollen musste, danach Rückenschmerzen hatte, weil das ganze Auto so durchgeschüttelt wurde. Ich weiß nicht, warum dieses Auto noch funktioniert. Ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Denn ich habe es wirklich drauf ankommen lassen. Das Auto ist unkaputtbar. Dabei handelt es sich um den Opel Movano, der quasi das gleiche ist wie der Renault Master, der dafür gemacht ist, auf dem Bau die schwersten Arbeiten zu verrichten. So, genug geschwärmt.
kommen wir jetzt mal endlich zu den negativen Aspekten des Stealth Campers. Die erste Sache ist ganz klar, dass man auf viele Sachen verzichten muss, weil die von außen nicht sichtbar sein dürfen. Fenster würde ich noch nicht mal als so negativ betrachten. Man kann ja immer noch vorne die Vorhänge einfach aufmachen, was ich persönlich selten mache, um Licht zu kriegen, sondern eher um die Zufahrt des Parkplatzes beobachten zu können, weil ich immer in Richtung Ausfahrt parke. Aber ich hätte auch gerne eine Lüftung hier oben gehabt, dass die Luft auf natürliche Art und Weise oben im Fahrzeug abgetragen werden kann. Jetzt habe ich mein kleines Pilzchen oben auf dem Dach. Das funktioniert auch sehr gut. Auch hätte ich immer gerne außen eine Beleuchtung gehabt, damit man abends noch schön mit anderen Campern reden kann. Wäre natürlich viel zu auffällig, kann ich nicht machen. Drinnen die Beleuchtung kann ich nicht verwenden, weil die ganzen Insekten dann reinkommen. Ich habe zum Testen unterm Fahrzeug mal eine Beleuchtung gehabt. Das ist natürlich absolut verboten. Das darf man nicht machen. Was ich zu Hause vermutlich installieren werde, sind unauffällige Lichterketten hier vorne, sodass ich die Fenster zumachen kann und vom Fahrerhaus Licht rauskommt. Eine weitere Sache, die ich in Betracht gezogen habe, sind die Abstandslichter bei Fahrzeugen über 6 Meter. Mein Fahrzeug ist nur 5,40 Meter, trotzdem darf ich die haben. Nur ist mir bei der Planung aufgefallen, dass die Verkabelung, besonders bei der Schiebetür, fürchterlich schwer sein muss, da es sich ja ein bewegendes Teil ist, weswegen ich dann mal lieber die Lichterkette in der Fahrerkabine zuerst ausprobieren möchte. Auch Stecker für Strom oder Zugänge für das Wasser kann ich außen nicht installieren. Ja gut, Strom benötige ich sowieso nicht. Und für das Wasser nehme ich immer den ganzen Kanister daraus. Hier habe ich mir übrigens vor einem halben Jahr einen Tisch installiert, den ich nach außen rausziehen kann. Und ich suche halt die ganze Zeit nach solchen kleinen Tricks, wie ich quasi außen Sachen hinzufügen kann, die aber trotzdem im Stealth-Modus reingeklappt werden. Ich werde in naher Zukunft auch auf jeden Fall einen Dachträger bauen und dann versuche ich ein Gestänge zu installieren, das man ausklappen kann, das dann wie ein Vordach hier hängt, damit man noch eine Lichterkette vor dem Fahrzeug hat. Das wäre halt noch eine Sache, die ich sehr gerne hätte, aber die man sich dann halt immer genau überlegen muss, denn die ganze Stealth-Camper-Geschichte schränkt so etwas natürlich sehr ein. Ja. Der nächste negative Aspekt, den ich nach den Jahren kennenlernen durfte, ist, dass man oftmals als Cargo eingestuft wird, besonders an Grenzen. Das lässt sich in 80% der Fällen lösen, indem man den einfach zuruft, nein, das ist ein Campingfahrzeug. Doch jetzt vor 2 oder 3 Wochen wollte ich zur Türkei rüber von der griechischen Seite aus und die beiden Länder haben ein bisschen Stress miteinander, wodurch die Türkei die Regel hat, dass die einfach kein Cargo durchlassen. Noch nicht mal, wenn es nur nach Cargo aussieht. Ich habe denen gesagt, hey, das ist ein Campingfahrzeug. Ich schätze mal, die Zollbeamten kriegen Ärger, wenn es allein auf den Kameras so aussieht, als ob ein Cargo-Fahrzeug durchfahren würde. Und somit hatte ich keine Chance, darüber zu kommen. Hätte über Bulgarien fahren müssen, aber bei dem ganzen Zeitstress habe ich darauf gepfiffen, ich werde sowieso irgendwann mal richtig in die Türkei fahren. Oder einmal musste ich direkt auf die Waage fahren. Da ist dann der Schock natürlich ganz groß, wenn ich dir die Tür aufmache. Das Problem gibt es. So, als nächstes reden wir mal über Licht. Ich habe die Fenster ja bereits schon angesprochen, aber dieser kleine Vorhang ist natürlich kein vollwertiger Ersatz für richtige Fenster hier überall an der Seite. Meine Lichtquelle ist größtenteils natürlich drin die Lampenzusammensetzung, die ich hier habe. Ich kleide momentan alles weiß aus, dass das Licht von vorne noch mehr reflektiert wird. Mich persönlich stört das eigentlich nicht, dass es hier so dunkler ist. Ich laufe eh meistens draußen herum. Wenn ich im Fahrzeug sitze, dann weil ich arbeite und da will ich es halt eher dunkel haben, um mich zum Beispiel bei der Arbeit Picasso-mäßig besser konzentrieren zu können. Eine weitere Sache ist natürlich auch noch die Lüftung. Ich habe mir hauptsächlich hier im Kleiderschrank an der Decke den Lüfter installiert, den ich bereits gezeigt habe. Zusätzlich experimentiere ich noch mit diesem Ventilator, der einfach die obere Luft nach unten drückt. Dadurch vermischt sich die ganze Luft so rum. Das macht die Sache auch noch sehr angenehmer. Ist natürlich kein Ersatz für ein offenes Fenster, bei dem hier ein richtiger Durchzug herrscht. Ich habe die Option, hier vorne die Fenster noch aufzumachen. Das ist auch sehr angenehm, aber im Notfall, wenn ich jetzt eine wirklich stickige Nacht hinter mir habe, mache ich wie in dem Parkplatzvideo bereits erzählt, einfach die Seitentür ein Stück auf. Das ist super unauffällig. Von der Optik ist das ja immer noch einfach nur ein Transporter, der die Seitentür ein Stück offen hat. Und ja, spätestens damit ist das Lüftungsproblem für mich auch schon geregelt. So, mir fällt nichts mehr ein. Ich glaube, das ist alles, was ich zum Thema Stealth Camper sagen konnte. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es bitte. Und da ich nichts mehr zu sagen habe, würde ich sagen, steigen wir mal ins Auto. Ich fahre einfach 2-3 Stunden Richtung Deutschland. Wenn ich unterwegs irgendetwas Cooles finde, wo ich mir selber nicht sicher bin, ob ich damit durchkommen würde, dann stelle ich mich dorthin und versuche dort zu campen. So,
Ich bin in der Nähe von den Plitvica Jezera, Plitvica Seen, den Wasserfällen, den bekannten in Kroatien. Fangen wir mal mit etwas ganz Leichtem an. Das ist von solchen Supermärkten einfach so ein Parkplatz. Ich glaube nicht, dass mir hier irgendetwas passieren wird, aber ich habe einfach keinen Bock mehr zu fahren. Da wir in der Nähe einer touristischen Attraktion sind, wird das Campen hier aber auf jeden Fall nicht erlaubt sein. Ja, und ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen einkaufen und dann gucken wir, ob das auffällt, dass ich hier übernachte. Ich wurde übrigens eben 2 Kilometer, bevor ich hier ankam, von der Polizei angehalten. Die haben das Auto von innen sehen wollen. Denen ist es auch nicht aufgefallen, dass es sich hierbei um einen Camper handelt. So, da habe ich mir noch ein kleines Souvenir geholt. Beim Einsteigen in mein Fahrzeug mache ich das so, dass ich reingehe und zuerst gucke, ob mich jemand beobachtet. Spiel am Handy herum. Jetzt gerade guckt gar keiner. Deswegen werde ich mal schnell meine Schüchen los und flutsche nach hinten durch. Zack, und das war's. Das war die ganze Magie. Jetzt kann ich auch alle Lichter anmachen. Der Vorhang vorne ist dicht. Ich werde mir jetzt schön was Leckeres zu essen machen und dann immer mal wieder schauen, ob jemand guckt oder jemand kommt. Und falls was passiert, dann werde ich sofort die Kamera anschmeißen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das so eine touristische Gegend ist. Aber gleichzeitig weiß ich eigentlich, dass nichts passieren wird. Okay, wir sehen uns dann. Guten Morgen. Einmal rausgucken. Alles voller Autos. Ich gucke mal noch an meinen Briefkasten vorne an der Windschutzscheibe. Wir haben jetzt 9 Uhr. Die Geschäfte haben jetzt seit einer halben Stunde offen. Es hat keiner bemerkt. Ich werde jetzt mein Bett aufräumen, arbeiten. Währenddessen wird auch bestimmt keiner vorbeikommen. Und dann geht's auch direkt weiter zum nächsten Platz. So, meine Lieben, ein schönes, ruhiges Plätzchen in den Bergen Sloweniens. Ja, ich wollte einfach mal die Natur ausprobieren. Da ist das Stealth-Campen für mich natürlich nicht so effektiv, weil warum zum Henker steht hier ein Transporter mitten im Wald herum? Da vorne scheint es so etwas wie ein Museum zu geben oder so. Das wäre vielleicht ein Grund. Da hinten ist ein Schild. Scheint, als wäre das ein Wanderparkplatz. Hier steht ein Fahrzeug aus Frankreich. Hier ist es auch aufwendig mit diesen Tafeln gebaut. Ich denke, da fällt so ein Transporter nicht weiter auf. Ein Bunker soll es hier geben. Oh, die Natur in Slowenien ist aber echt beeindruckend. So sieht es hier überall aus. Also hier gibt es eine große unterirdische Basis, weswegen eigentlich viel mehr Leute hier sein sollten. Doch es ist ziemlich ruhig, hier sieht man das, über mehrere Hügel erstreckt. Alles unterirdisch. Ja, also ich bin jetzt eine Stunde hier rumgelaufen. Ich habe keinen einzigen Menschen getroffen. Es ist zwar wunderschön hier, aber ich bin vollkommen überzeugt, ich werde heute Nacht keinerlei Probleme bekommen. Das ist jetzt ein bisschen doof für das Video. Morgen fahre ich nach Ljubljana. Das ist die Hauptstadt von Slowenien. Und ich denke, da wird es auf jeden Fall interessanter werden, mit einem Stealth-Camper da zu stehen. Irgendwann später. Ja, nee, irgendwie wird das hier nichts mit Stealth-Campen. Juckt keine Sau, was ich hier mache. Aber es ist ja eigentlich auch mal nett zu sehen, dass man eigentlich auch nicht immer einen Stealth-Camper benötigt. Ich hätte jetzt hier in Slowenien eigentlich erwartet, dass jetzt irgendjemand kommt und mir die Hölle heiß macht, aber nein. Gut, dann springen wir einfach rüber auf morgen. Ja, wunderschön hier, aber nichts los. Ein Fahrzeug kam vorbei. Ich packe jetzt die Sachen und es geht zur Hauptstadt Sloweniens. So, meine Lieben, Ljubljana. Wildcampen auf jeden Fall total verboten. Von allen Parkplätzen, die ich finden konnte, ist der am nahesten am Zentrum dran. Ja, so an und für sich sieht alles ziemlich ruhig aus. Guten Tag, die scheinen ja ziemlich unbeeindruckt zu sein, dass hier ein Transporter steht. Ich warte, bis keiner guckt. Und dann schlüpfe ich schnell nach hinten durch. Mein Handy natürlich nicht vergessen. Ja, dann halte ich mich mal hier so eine halbe Stunde auf, guck, ob sich jemand meldet und dann schaue ich mir die Stadt an. Richtig interessant wird es abends und morgen früh auf jeden Fall. Ah, das war super. Das war so entspannt, hierher zu laufen. Also andere Camper konnte ich hier gar nicht finden. Ja, dann müssen wir mal auf morgen warten. Gute Nacht wünsche ich euch. So, Morgenstund hat Gold im Mund. Boah, ist das voll hier. Meine Güte. Junge, ja, mal gucken, ob ich irgendwie Post bekommen habe. Nein, ist keinem aufgefallen, so. Ich habe hier auch super geschlafen, obwohl ich hier tagsüber echt viele Autos höre. Also wir sind hier echt nah am Zentrum. Ja, ich würde sagen, jetzt wo ich gleich eh wegfahre, brauche ich auch mich nicht mehr zu verstecken, ne? Ja. Hallo Nachbar. Ja, so kann's gehen.
Ist auch nicht allzu auffällig, finde ich. Und das, obwohl hier so viele Autos stehen. Normalerweise fühlen die sich dann unter Druck gesetzt, weil ein weiterer Platz weg ist. Und dann rufen die jemanden, weil das ja sowieso nicht legitim ist. Ja, ich würde sagen, voller Erfolg, ne? Das ist die allerhöchste Eisenbahn. Dass ich mal hier verschwinde. Ich dachte nämlich, hier in Ljubljana zu stehen, wäre die Krönung. Aber da das jetzt so problemlos lief, will ich auf jeden Fall noch eine weitere Stelle probieren. Und zwar ist das mitten in der Pampa. Super krass besucht. Wir haben heute Freitag. Das heißt, da sind solche Parkplätze in der Natur, wie ich das jetzt anfahren möchte. Und an solchen national ikonischen Plätzen. Die sind heiß begehrt und da kämpfen die immer drum. Und da wird halt auch strenger drauf geachtet, dass Fahrzeuge dort nicht stehen, die dort nicht stehen dürfen. Der letzte Versuch, irgendwie Ärger zu bekommen, dass vielleicht noch irgendetwas Spektakuläres passiert. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich den Stealth Camper schon ganz gut präsentiert. Voila! Da haben wir es. Das ist kein Van, das gehört zu irgendwelchen Baumfällern. Ist schon ziemlich in der Natur. Hier um die Ecke gibt es eine Wahnsinnsaussicht. Man sieht die Straße, das heißt Leute, die vorbeifahren, könnten mich melden. Ja, ist halt nur die Frage, ob die mich als so ein Baufällerunternehmen einstufen oder als Camper. Und anstatt da hinten in einem Hotel oder auf irgendwelchen offiziellen Campingplätzen zu stehen, stehe ich hier 300 Meter von meinem Ziel entfernt. Ich bin hier ungefähr 3 Kilometer zur Grenze nach Österreich, aber Schengen-Raum, alles gut. Im Nationalpark dürfte man auch nicht stehen, das würde die Sachen noch mehr verschärfen, ist es zum Glück nicht. Das wäre dann zusätzlich noch eine unglaublich harte Strafe, aber ich glaube, das ist auch jetzt schon in Slowenien gute 200 Euro wert, wenn ich hier erwischt werde. Naja. Werden wir sehen. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich natürlich. Da fallen solche Transporter natürlich besonders auf im Wald. Aber wie gesagt, da setze ich einfach mal da drauf, dass es den Eindruck macht, als wäre ich von einer Holzfällerparty. Die Holzfäller kommen jetzt aus Tschechien, das Fahrzeug zumindest. Da macht mein deutsches Nummernschild vielleicht irgendwie einen halbwegs legitimen Eindruck, obwohl man diesen von der Straße aus nicht sehen kann. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob ich damit heute auch durchkomme. Ich hoffe schon. Ja, und das hier ist die Stelle, die wohl irgendwie besonders berüchtigt bekannt ist. Da vorne hält noch ein anderer Camper, der kann natürlich nicht Stealth campen irgendwo in der Ecke. Da vorne ist alles ziemlich touristisch. Man sieht hier überall Hotels und Apartments. Mein Fahrzeug steht dort ungefähr 100, 200 Meter im Busch. I go only here. Ha? Yes. Yeah, well, if you want, yes. Amazing. Thanks, man. What's your name? Tobias. Thanks, Igor. Bye. Oh, Igor hat mich ein Stückchen mitgenommen. Der sagte, ich sollte unbedingt hier hin. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, so weit zu laufen. Und er hat recht. Je näher man an den Bergen dran ist, desto besser. Also er sagte auch, man muss da vorne sogar bezahlen, um hier lang zu fahren. 5 Euro für Motorräder und Autos irgendwie mehr. Also da merkt man schon, wie touristisch das alles ist. Und in so touristischen Ecken wird immer mehr darauf geachtet, ob jemand dort versucht, verboten zu stehen und so. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das heute alles endet. Und voilà, mitten im Herzen. Aber die bezahlen bestimmt eine Menge. Ich guck mal auf mein Handy, ob ich da irgendwas finde. Ne, hier finde ich nichts so. Das ist wahrscheinlich ein normaler Parkplatz, wo die Leute danach dann wieder verschwinden. Also die übernachten hier nicht oder die übernachten halt im Hotel. Jedenfalls müssen die sowieso diese 10 Euro zahlen, um hier reinzukommen. Aber wenn man nett ist, dann kann man auch reingefahren werden, wie man eben gesehen hat. Und mit einem Stealth Camper, ich glaube, das kann ich nicht bringen. Die Hotelbesitzer haben bestimmt schon alles gesehen und beobachten die Parkplätze sowieso die ganze Zeit. Deswegen ist die Stelle, an der ich stehe, schon das Beste für mich. Tada! Moin!
So, dann wollen wir mal gucken. Ja, alles in Ordnung. Habe ich Post bekommen? Nein, habe ich nicht. Ja, so leicht kann es gehen. Einfach campen, wo man gerade Lust drauf hat. Gestern Abend habe ich noch dort einen anderen Camper gesehen. Ich weiß nicht, ob die gestern Abend noch losgefahren sind oder vielleicht auch heute Morgen. Das ist so ein kleiner Trick. Wie ich bereits erwähnt habe, kommen die Polizisten meistens morgens, um zu kassieren. Und wenn man dann um 6 Uhr oder vor 6 Uhr vielleicht sogar noch schnell abhaut, dann kriegen sie einen nicht. Ist aber nichts passiert. Alles ist super. Und das ist der Grund, warum ich mir auch einen Stealth Camper gebaut habe und warum ich auch immer wieder einen Stealth Camper bauen würde. Ja, ich fahre jetzt rüber nach Österreich und dann nach Deutschland rüber. Ich wollte ja ursprünglich nach Italien, aber unter dem Zeitdruck kann ich mir keine Länder angucken. Ich hoffe, ich konnte die Vorteile eines Stealth Campers dank Sloweniens aufzeigen. Andere Länder, bei denen es problematisch sein kann, ist, wie gesagt, Kroatien, Deutschland selber auch. Da ist das Campen auch nicht erlaubt, aber in Deutschland gibt es ja die Lücke, dass man einfach sagt, man will einmal übernachten, weil man sich nicht mehr fahrtüchtig fühlt. Dann sollte man auch nicht länger als 8 Stunden an einer Stelle bleiben. Des Weiteren soll es in der Schweiz auch schwer sein. Und jetzt ganz aktuell soll es auch in Portugal und in Marokko, diese Ecke, soll es schwer sein, weil wegen Corona so viele Camper dorthin gezogen sind. Offensichtlich wurde dort alles komplett zugemüllt, dass sich dort die Gesetzeslage geändert hat. Ich wollte eigentlich nächsten Winter versuchen, durch Portugal durchzukommen. Das wird dann also sehr interessant. Mal gucken, wie ich damit so klarkomme dort. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat vor allen Dingen irgendetwas gebracht. Ich hoffe, bei meinem Gelaber war irgendetwas dabei, was du noch nicht wusstest. Es kommen noch eine Menge Videos, unter anderem will ich nach den 5 Monaten, die ich durch den Balkan gereist bin, auf jeden Fall zeigen, wie ich mein ganzes Auto komplett durchchecke. Da bin ich gespannt, was ich am Auto finden werde. Aber es sind auch noch ganz viele andere Videos in der Röhre. Ich warte halt nur auf die perfekten Momente, um sie zu drehen, wie jetzt zum Beispiel Kroatien und Slowenien als Stealth Camper. Das war natürlich hervorragend. Ja, wenn ihr Ideen zu Videos habt oder Fragen, Anmerkungen, immer in die Kommentare rein. Ich lese mir immer alles durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für sämtliche Kommentare. Und ja, ich freue mich, dass ich euch mitnehmen konnte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage, wir sehen uns unterwegs.